Da ist ja jetzt eh egal. Da ist die Bodenfeuchte nicht gewährleistet. Und vor allem die Eier, könnte man dann auch mal einen Hebel vormachen, damit nicht ständig Eier da rausplumpsen. Weißt du, dann könnte man die Eier sammeln und dann quasi per Hebelschlag würden die dann da rauskommen, wenn man sie denn will. Ansonsten bleiben die einfach weg. Da kommt Schüler 1. Also wenn man die Eier nicht will, dann muss man sie auch nicht nehmen. Ja doch, aber überleg mal, du willst Weizen haben und hier lungern schon wieder 50 Eier in der Kiste rum. Ja. Ich will die Eier aber nicht anfassen. Ja, ich auch nicht. Echt nicht? Nee. Ach so. Brauchst so, du gar jetzt nicht so Aufnahmepause. Nee, warte. Ja, weiß ich nicht. Da mache ich auf jeden Fall. Ich würde das, glaube ich, gerne neu machen. Was man denn hierhin macht, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich könnte ja schon mal anfangen damit, oder? Nee, lieber nicht, oder? Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit mich völlig unkoordiniert rum, habe jetzt Rotstein ohne Ende. Für ein Feld, das ich eigentlich lieber neu machen würde. Vielleicht fange ich damit einfach jetzt an, das da hinten zu bauen. Oder? Ja, könntest du machen. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen dabei. Jupaidi und Hollero. Pass auf, dann schmeiß ich mal ein bisschen Gezuppel weg. Ich lass die Monster nochmal aus, ne? Du fürchtest dich ja sonst. Ich hab Angst vor denen, ja. Ich hab zwar auch vor dir ein bisschen Angst. Aber ich hab gehört, du sollst eigentlich ganz nett sein. Das stimmt natürlich. So. Pam, 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 pam. Eirenore? Ich überlege, ob ich das da hinten auch wieder hinpflanzen soll. Ich pack's erstmal in die Kiste, ne? Wir wollen das jetzt mal nicht ausarten lassen. Denn wir haben ein Feld zu erledigen. Das gefällt uns doch sehr gut. Geht das inzwischen? Nee. Komm, du fandst den Spruch gerade grandios mit dem Gefällt. Ja, war super. Ich habe auch gelacht, innerlich. Warum sehe ich dann Tränen auf deinen Wangen? Weinst du, oder ist das der Regen? Der dir von der Nasenspitze tropft. Der Bregen, wollte ich mal singen. Der Bregen? Der Bregen. Kennst du Bregen? Mm-mm. Da gibt's auch Wurst von. Bregenwurst kennst du? Nee. Echt nicht? Nee. Wurst aus Gehirn? Heißt das Bregenwurst? Ja, das wusste ich nicht. Das heißt Bregenwurst. Ich dachte mal, das heißt Wurst aus Gehirn. Nee. Wurst aus Gehirn, natürlich. Gehirn. Wurst aus Gehirn. So. Das ist mein neuer Let's Play-Stil übrigens. So ein bisschen unartikuliert. Ach so, wie ich das auch immer mache. Genau. So. Rätsel. So. Herzlich willkommen bei Satin aufs Ketten. Ey. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ach ja, oh, guck mal, Einsand. Das ist natürlich Barbara Einsand. Kennst du die? Mhm. Soll ich gleich vielleicht auch mal da gucken? Wenn du möchtest, dann Jupaidi und Fallera. Ja, dann... Wie der Herr Finanzminister immer zu sagen pflegt. Muss ich hier gerade mal das Mikro drehen? Drehe es. Und drehe es reichlich. Ach so, ich muss da mal ganz kurz open for LAN. Survival, ich mach mal Cheats off, ne? Oder willst du mit Cheat? Nee. Nee. Nee, komm, hier, komm. Start die LAN-Welt und dann kannst du ja mal gucken, wo du im Netzwerk bist. Ah ja, das klappt auch super. Ja, recht hat man. Oh, ich bin immer noch im Schlafzimmer. Da, wo ich hingehöre. Ach Mensch. Liegst du da noch rum? Ja. Oh, wie gut, dass ich mir noch eine Diamantspitzhacke genommen habe das letzte Mal, als noch die Cheats an waren. Schweinerei. Du bist voll die Cheaterin. Ich hasse Cheater. Ich möchte sie vernichten. Was brauche ich denn jetzt? Erde, ne? Ja, ich bringe aber schon Erde mit. Ich weiß nur nicht genau, wie viel. Gravel werden wir auch brauchen. Habe ich auch am Stissel. Das heißt am Stissen. Am Stissen? Ja, am Stissen, hat die Yoga letztens erklärt. Mit N, am Stissen. Warum am Stissen? Warum nicht am Stissel? Nee, weil Stissel einfach falsch ist. Ja, aber das muss doch... Huch! Du hast bei mir gar keinen Skin. Du bei mir auch nicht. Guck mal, das ist doch nicht dein Skin. Nee. Ich bin Mann, du bist ein Mann. Also, ne? Okay, das ist okay. Nee, ist okay. Ja, das ist ja jetzt scheiße. Wo ist dein Skin hin? Meiner war vorhin noch da und wo ist deiner hin? Ja, meiner ist auf jeden Fall, huch, meiner guck ist... Guck mal, wenn ich jetzt... Guck mal, hier ist meiner. Ja, ich hab meinen auch hier, guck. Das ist ja komisch. Irgendwas war merkwürdig. An diesem verregneten Montagabend.
Irgendwas sagte ihnen... Nee. So, auf jeden Fall, jetzt geh doch mal weg. Ja toll, jetzt muss ich als Mann spielen. Ja, komm. Du kannst noch mal versuchen, neu einzuloggen, wenn du möchtest. Vielleicht muss der Minecraft noch mal neu starten. Das mache ich gerade. Ach, du bist ja ein schlaues Ding. Mhm. So, einmal habe ich einen dabei. Darum bin ich mal so frei. Ach komm, den lasse ich jetzt mal den Spruch. Wo sind die ganzen Eimer? Ach, da. Ja. Ja, du siehst auf jeden Fall sehr männlich aus, Liebe. Das ist aber jetzt doof, oder? Das ist doof und vor allem, guck mal, bei mir auf dem Monitor. Ja. Ach so, ich habe ja auch ein anderes Texturpack. Du hast ein anderes Texturpack. Das ist ja jetzt schäbig. Ja, und guck mal, du auch. Du bist halt auch total schäbig. Warte mal, ich bin auch schäbig. Open to Land kann ich aber nicht mehr ändern. Das ist ja doof. Jetzt als Mann rumlaufen ist natürlich auch doof für dich, ne? Ja, klar. Und für dich auch. Ich meine, du willst ja nicht die ganze Zeit hier auf den Männerhintern gucken, oder? Ja, ich habe schon gehofft, dass ich dir auf deinen heißen Pixelhintern schauen kann. Ja, dachte ich auch. Denn Minecraft-Grafik ist ja allgemein auch für seine betörende Reize bekannt. Ja, ja, komm, dann bleibe ich jetzt einfach ein Mann. Gib mal Erde, bitte. Ach so. Nee, guck mal, komm mal mit. Vielleicht Erde an den Kopf. Komm noch mal mit. Hier ist, hier so, Erde, ne, in der Kiste hier. Ah, Erde. Genau. Das Glück der Pferde liegt auf dem Rücken der Erde. Ich nehme mal viel. Das ist gut, wir müssen nämlich ein bisschen Terraforming betreiben. Hoppeli, 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 hoppel. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ich würde sagen, ich überlege gerade, und da wir die Felder ja sowieso in die Höhe bauen, frage ich mich, ob es nicht gut wäre, wenn wir hier einfach tiefer beginnen. Weißt du, was ich meine? Tiefer beginnen. Also wir machen einfach hier dicht und gehen dann immer höher nach hinten. Also quasi von der Höhe hier, wenn wir hier auf der Höhe terraformen würden. Verstehst du? Ich verstehe nicht, warum das jetzt abreißt. Weil das muss ja alles eine Ebene sein. Ach so, du willst jetzt die Ebene hier nehmen. Okay. Genau, genau, genau. Okay, okay. Dann hat man so ein bisschen Aussicht auf die Felder auch und steht nicht nur wie blöd davor. Ich gehe mal eben zurück und mach mir eine Schaufel. Okay. Das hätte ich bedenken müssen. Das ist ja gar kein Problem. Ich gucke ja sowieso nur auf den Boden und nicht auf deinen männlichen Hintern. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Letztes Mal war es ja auch ein Mädel. Ein strammes Madel, wie man bei uns in Bayern zu sagen pflegt. Mhm. Euch in Bayern. Was denn? Ich muss hier erstmal klarkommen mit den ganzen Kisten. Wo hast denn du mal Eisen oder... Ist ja nix dran. Ja, da musst du mal reingucken. Das ist wegen Diebstahl. So, na das kann ja heiter werden. Heiter, heiter! Heiter Fresse! So. Tja, was haben wir denn für brisante aktuelle Themen, sag mal? Das Thema ist auf jeden Fall nicht Eisen. Wie nicht Eisen? Du denn guckst davon auch... hast du hier gar nichts. Natürlich hab ich da Eisen. Ja, ich gucke. Hättest du ein Wort gesagt, hätte ich dir auch eine Schaufel machen können. Ja, ne? Ich hab nicht dran gedacht. Hast du nicht dran gedacht? Die übliche Ausrede wieder. Frischobst, Eier. Was? Frischobst und Eier. Ja, alles da. Ich bin hier der Mann, ich muss immer auf die Pirsch und Nahrung besorgen, weißt du ja. Dann komme ich nach Hause und nichts ist gemacht. Nicht mal die Schaufel ist fertig, weißt du? Ja, ich finde hier ja auch nichts bei deiner Unordnung. Meine Unordnung. Das ist alles wohl sortiert. Ich bin quasi das Fachgeschäft von Minecraft. Mhm. Was war das denn gerade? Ich weiß es nicht. Wieso habe ich einen Damage bekommen? Entschuldigung, das mit dem Fachgeschäft tut mir leid, liebes Minecraft. Ich wollte dich nicht beleidigen. Hast du nirgendwo Holz? Vielleicht unten? Ich habe leider nur sehr wenig Holz. Und wenn dann nur Birkenholz in einer Kiste, die rechts außen ist. Oben. Ja, das ist Sand. Guck mal drunter in der Kiste, hm? Ja, siehst du mal. Aber da habe ich leider nur das Dingens. Ja, ist ja gut. Ah, das reicht dir schon, ne? Ja. Ja. So, aktuelle Themen.
Aktuelles Thema ist immer noch die Schaufel. Ich bin dann gleich soweit. Ach so, ja, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja, ich muss doch erstmal hier gucken. Natürlich musst du das. Kein Stress, bist du schon fertig? Ich geb dir gleich mal was mit meiner Schaufel. Echt, was gibst du mir denn da? Ein Freieis? Ja. So, huch, hier kommen irgendwelche komischen, huch. Was, Alter, jetzt geht hier der GOG-Downloader an. Und sagt mir, es gibt ein Update. So, was machst du jetzt da? Abreißen oder? Nee, ich mach hier gerade wieder Terraforming, lustig, tralalala. Ich muss aber eh mal gucken, in welcher Breite man das dann absteckt, das weiß ich ja noch gar nicht. Es ist sehr ungewohnt, dich da als, Ja, ich weiß. Ich sehe das immer nur so halb auf dem anderen Monitor. Und finde es selbst nicht schön. Ärgerlich. Oh, du bist ja lieb, du füllst ja... Ach so, du machst das so. Was denn? Ich hab da mal so einen kleinen Trick, ich mache immer so Querstreben. Ja, ich mag deinen Trick aber nicht. So, guck, und dann kann man hier immer zack, 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 zack. Ich muss ja Tricks anwenden, weißt du, sonst zieht sich das immer in die Länge. Und das wird unbarmherzig verfolgt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ja, ich weiß, einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, ach nee, Mensch, jetzt bringt er wieder alles auf eine Ebene und das ist doch doof. Vorher mit den kleinen Hügelchen und so sah das viel natürlicher aus. Soll es ja auch werden. Wir basteln uns dann ja auch quasi kleine Hügelchen. Aber für die Felder machen wir das einfach mal, dass wir alles auf eine Ebene bringen. Und wir haben immer noch genug Hügelchen zur Auswahl, die wir dann quasi bewirtschaften werden. Oder halt neu anbauen werden, pipapo. Aber zu zweit geht's einfach schneller. Und es macht auch viel mehr Spaß. Hi, das hast du so schön gesagt. Ja. Das ist wieder Frühling. So, dann ist da gleich ein See. Das ist ja schon mal ganz toll. Und sonst so? Nee, du wolltest immer noch ein Thema vorschlagen. Ja, nö. Deshalb habe ich dich ja gefragt. Und sonst so. Wie und sonst so? Was hast du so zu erzählen? Tja, in meinem Leben geht's ja mal wieder drunter und drüber. Ja, warum das denn? Bin gestern auf einen Bordstein gesprungen und dann wieder runter. Hm. Wow. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Aufregung war? Das kann ich mir vorstellen, ja. Das Schlimme ist, das kannst du wahrscheinlich wirklich. Wir haben auch gar kein Thema vorbereitet diesmal, ne? Ja, muss man sagen. Also wir sind sehr unvorbereitet. Habt ihr denn vielleicht beim GSG 9 wieder was Spannendes erlebt? Darüber darf ich doch nicht reden. Also wir erleben natürlich jeden Tag was Spannendes. Du bist ja auch heute, muss man sagen, du bist ja heute zu Besuch quasi. Und da bist du ja mit blauen Flecken hier einfach aufgetaucht. Ja, es war auch hart, wirklich. Wo man sich aber fragt, wo kommen die her? Aber ich glaube, der am Arm, der ist von dir. Den hast du mir zugefügt. Wie von mir? Ja, den musst du mir einfach zugefügt haben. Warum? Ja, denke ich mir. Du fasst mich doch immer so hart an am Arm. Aber du bist doch kein Weichei. Oh doch, das bin ich. Ja? Mhm. Bist du eine Weichflöte? Ja, ich habe ja meine Schutzkleidung nicht an. Die von der GSG 9. Na gut, aber so wie deine Hose aussieht, kann man schon denken. Was? Nee. Was hast du gegen meine Hose? Ich habe mich versprochen. Was hast du gegen meine Hose? Nee, die ist super. Also deine Hose ist wirklich eine der schönsten, die ich je gesehen habe. Alter! Was denn? Was hast du gegen meine Hose? Darf ich dir jetzt kein Kompliment machen? Nee, darfst du nicht. Wieso das denn nicht? Darfst du nie, weißt du doch. Alter, ich sag dir gerade, deine Hose ist wunderschön. Warum hast du eigentlich keine Hose an? Weil meine Hose sich schlecht gefühlt hat neben deiner und ist dann einfach nach Hause gegangen. Oh Mann, ey. Was denn? Lass meine Hose in Ruhe. Ich lass doch deine Hose in Ruhe. Wenn die Leute wissen, was du für eine Hose anhast, nämlich gar keine, beziehungsweise die, du weißt schon, Hose. Warte mal, ich mach mal gerade die Musik ein bisschen leiser. Es ist meine gesunde Hose aus Beinhaaren, natürlich, die ich mir geflochten habe. So, die Frage ist, bis wohin machen wir ja, das Ganze denn? Das ist die Frage. Ich glaube, man könnte schon den See zumachen, oder? Könnte man, ja. Boah, das ist natürlich auch wieder ein Unterfangen, aber dafür haben wir dann einen coolen unterirdischen See, den man zugänglich machen könnten. Was hältst du denn davon? Finde ich super, machen wir. Ein unterirdischer Strand, da kann man dann, huch,
könnte ich ja machen wie in der Let's Show Welt mit der kleinen Höhle. Mit der großen Höhle könnte ich ja mit so einer kleinen Höhle machen. Aber nee, wenn die Felder drauf sind, kann da natürlich kein Wasser durchscheinen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. La 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 la. Huch, wieso sieht es bei dir so grau aus? Grau? Warum grau? Wo bist du? Hier, hallo. Ja, aber wieso sehen die Farben bei dir so komisch aus? Warum sehen die Farben komisch? Ich habe ein anderes Texture Pack. Aber das sieht so grau aus bei dir. Vielleicht ist es hier ein bisschen gräulich. Bei mir ist es da ein bisschen grünlich. Guck mal. Ja, aber du hast doch auch so ein... Hast du nicht noch so eine Mod drin? Nee, habe ich nicht. Ich spiele halt lieber schwarz-weiß. Nicht so. Ist einfach Retro. Monochrom-Craft quasi. So, bis wo soll das? Bis hierhin? Also das alles noch weg? Warte, ich guck gleich mal ein bisschen. Ich komme hier gerade bei dir sicher auf dem Monitor, dass ich gerade einen Moonwalk nach hinten mache. Ja, du musst einfach hier gucken. Soll das weg? Warte, ich sag's dir gleich. Also wenn man das wirklich bis dahin macht, wo ich hier gerade den See zuziehe. Dann könnte man das wirklich noch ein bisschen weitermachen. Alter, ich bin ein Mann. Mein werter männlicher Herr. Ja. Vielleicht kann man das ja echt machen, dass man da bis zum Hühner-Spaßbad erstmal wegzieht. Also das alles noch weg hier. Genau. Okay. Ja, das kann ja heiter werden. So, ich kann ja eigentlich 1, 2, 3. Ich mache jetzt mal 3er Abstände fürs Baugerüst. Na, das kann ja heiter werden. Das sind jetzt wieder so Folgen, weißt du, wo man die ganze Zeit Erde klatscht. Und hinterher, wenn man dann die Let's Play Welt sieht, dann weiß man schon gar nicht mehr, dass das vorher mal anders ausgesehen hat. Und denkt sich, boah, ey, in 100 Folgen hat er nichts geschafft. Das übersieht man bei der Monsterfalle auch so gerne, weil da so viel Terraforming stattgefunden hat. Das hat so viele Folgen gekostet, den Berg aufschütten, Land aufschütten und abtragen und tralala. Aber dafür sieht ja inzwischen auch alles ganz anders aus. Das kann ich natürlich nur bestätigen, denn ich habe die Folgen ja alle gesehen. Was übrigens auch stimmt. Eigentlich nicht. Ey, ich bin sensibel. Ich habe nicht alle gesehen. Ich guck mal nicht 800 Minecraft-Folgen an. Na klar. Bitch, please. Ey, du sagst immer Bitch, mir ist das mal aufgefallen. Das habe ich vorhin zu dir gesagt. Ja, Bitch. Nee, ich habe gesagt, dass du immer Bitch sagst. Ich sag doch gar nicht immer Bitch, du Bitch. Alter, pass auf, was du sagst. Was denn? Das ist einfach ein höflich, heutzutage haben wir schon festgestellt, ja, das ist eine höfliche Umgangsform. Das hatten wir ja schon. Und vor allen Dingen ist Bitch auch die Abkürzung auf Bayerisch von Bitchen. Ja, das ist einfach so. Da gehst du zur Wursttheke, weißt du, bestellst ja 100 Gramm Zerbelatwurst und dann guckst du die Alte an und sagst Bitch. Oder sie zu dir natürlich, wenn sie dir die rüberreicht. Oh, Mann. Das ist einfach so. Ja, ist gut. In deiner kleinen Welt ist es ja, so. Du musst jetzt auch mal lernen, in der modernen Welt zurechtzukommen. Du bist doch jetzt auch schon 47. Da musst du auch mal gucken, dass du vielleicht auch mal die Sprache der Jugend sprichst. Muss ich mich also ein bisschen anpassen? Ja, natürlich. Wir müssen alles Konformisten sein. Weißt du, was ich schön finde? Nicht. Dass du so offen... Nee. Ach so. Dich, oh ja, du bist so wunderschön. Ah, nee, dass wir so offen... Nee, was? Dass du so oft ja natürlich sagst. Ja, natürlich. Ja, das finde ich ganz toll. Ja, ich mache das ja unbewusste Schleichwerbung. Ja, finde ich sehr gut. Man muss ja die Alten auch unterstützen, ne? Die alten 47-Jährigen. Ja, natürlich. Also so. Die Älteren. 47 ist jetzt nicht alt, aber... Hast du zufällig noch eine Schaufel hier? Gerade, ja. Gib mal. Weißt du, was lustig wäre? Gib her. Was denn? Fick dich. Entschuldigung. Ich meinte... Hey, da liegt eine Schaufel. Hol dir doch die Schaufel jetzt. Nee, ich komme ja da nicht mehr hoch, Mann. Natürlich, da hinten kommt man wieder hoch. Das ist doch eine kleine Stufe. Wo ist sie? Da unten im Wasser liegt sie doch. Guck, jetzt kannst du hier hinten... Jetzt kannst du hier hinlaufen... Jetzt geh weg, ich finde alleine den Weg. Ich okay, bin ein Survivor. Gut. Okay. Du schaffst das schon. Ach Mensch, da bist du ja schon wieder. Ja. Schade. Ach ja. So,